3. August 2024, Berlin Tiergarten, im Gespräch mit Rechtsanwalt Markus Heinz, heute auf der Querdenken-Kundgebung. Wie geht es dir? Ein bisschen müde, aber war ein doch schöner Tag, weil man viele bekannte Gesichter wieder getroffen hat, viele Freunde. Der Demozug war sehr schön, jetzt die Kundgebung, die Bühnenkundgebung, das ist jetzt nicht so meins, das ist kein Geheimnis. Aber im Großen und Ganzen doch hat es sich sehr gelohnt, hierher zu kommen. Und wie bewertest du so den Tag heute? Also was hast du von den Inhalten mitbekommen, von der Form? Ja, also zunächst mal sehr langen, sehr großen Zug. Das war ganz gut. Standen jetzt nicht unbedingt die Inhalte übermäßig im Vordergrund, dass ich da jetzt viele mitgekriegt hätte. Ein paar Sachen stören dann manchmal schon, wenn dann, was ich, Björn Banane auf der Bühne dann wieder seine Tribunale feiert. Das ist einfach was, es muss einfach nicht sein, das gehört hier nicht her. Und auf der Hauptbühne, ja, wie soll ich sagen, ich habe nicht alles mitgekriegt, weil ich natürlich hier viel durch die Gegend gelaufen bin. Und das Friedensthema so richtig kam es nicht hundertprozentig raus. Das haben natürlich ein paar immer wieder betont. Auch die Corona-Aufarbeitung, die würde momentan über die ganzen LKI-Files wahrscheinlich thematisch ganz gut passen. Hätte man vielleicht, aber ist aber gar nicht so ein großes Thema gewesen. War eigentlich kein richtiges obwohl Thema. Obwohl es gerade also, top aktuell ist. Das ist ja das. Also wenn das jetzt mit diesen LKI-Files nicht gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, okay, das ist jetzt nicht das Hauptthema, ja, aber aktuell ist es schon was. Das ist ja eigentlich das, was man immer schon gesagt hatte von Querdenker-Seite. Das wird ja teilweise gestützt durch die LKI-Files. Nicht alles, ja, aber teilweise. Doch. Also genau, nicht alles, aber einiges. Genau, und da hätte man ja jetzt sagen können, da gab es ja auch diese schönen T-Shirts, Querdenker hatten recht praktisch und hatten immer recht oder wie auch immer das hieß. Das hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr machen können. Und ja, natürlich, die Rednerzusammensetzung war eine ganz andere. Ich kannte jetzt auch ehrlich gesagt mit jedem. Ich habe mich im Vorfeld nicht damit beschäftigt. Es haben sich einige so ein bisschen darüber beschwert, dass vorher nicht klar war, wer alles spricht, weil es vielleicht doch ganz interessant ist, um sich so ein bisschen drauf einzustellen oder so. Musiker waren ziemlich gut, das habe ich auch nicht anders erwartet. Das war ein ganz schöner Teil. Was sagst du denn zu den AfD-Ständen? Das ist ein grundsätzliches politisches Thema. Also ich mache das ja ein bisschen anders. Wir haben bei den Demos immer die Frage gehabt, Parteien ja oder nein. Also nicht jetzt AfD ja oder nein, sondern es gab ja dann irgendwann Basis. Und ich glaube, wir war auch hier, ob das jetzt noch eine Partei ist. So nicht mehr so richtig. Weiß ich gar nicht, aber soweit ich gezählt habe, waren drei Parteien da. Das ist natürlich was, worauf die Presse so ein bisschen gehen wird. Kann man jetzt sagen, interessiert uns nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Also ich sehe das relativ neutral. Natürlich wird der Mainstream daraus machen, ja, das ist eine Verknüpfung zwischen AfD und Querdenkern. Das hat ja auch der Matthias Pavlik oben auf der Bühne gesprochen, den ich auch persönlich kenne und schätze. Das ist ja auch in der AfD. Und das ist am Ende Geschmackssache. Also wir haben damals immer gesagt, wir halten die Politik raus. Ich würde es jetzt wahrscheinlich immer noch machen, aber das ist kein Muss. Also es kann sein, dass ich habe im Oktober auch eine Veranstaltung, wo auch nicht klar ist, ob es dann vielleicht noch irgendeinen Umzug oder irgendwas Lokales gibt. Also ich sehe das einigermaßen neutral, aber man muss das natürlich, wenn man es vom Framing-Aspekt sieht und wenn man sich davon beeinflussen lassen will, ist es natürlich, könnte es problematisch sein. Also mir selber ist es wurscht. Ja. Die AfD ist ja auch nicht irgendeine Partei, sondern sie gilt jetzt in Thüringen als kämpferisch aggressiv, in anderen Teilen als Beobachtungs... Also es wird beobachtet. Das ja, gut, wurde ja das Gerichtsverfahren VG Münster geführt, ne? Also Beobachtungsobjekt. Das ist, glaube ich, bundesweit der Status. In einigen Ländern ist sie, glaube ich, schon als rechtsextremistisch eingestuft oder Verdachtsfall. Ja. Zumindest Verdachtsfall. Und jetzt eben in Thüringen schon kämpferisch aggressiv. Und das ist ja nicht irgendeine Partei. Und das ist mir zumindest aufgefallen, dass das ja in früheren Jahren nicht so war, dass da ein AfD-Zelt stand. Richtig, das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. Ich meine, ich habe da keine Berührungsängste, das ist kein Geheimnis. Ich halte auch unsere ganzen Einschätzungen vom Verfassungsschutz für weitestgehend politischen Nonsens, weil der Verfassungsschutz einfach die Regierung hier schützt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber natürlich ist es was, wo man darüber diskutieren muss. Gerade wenn man selbst als Organisation geframed wurde, macht man das oder macht man das nicht? Aber ich würde da jetzt keine eindeutige Würdigung nehmen. Ich würde nicht sagen, das war eine gute Idee, das war eine schlechte Idee. Natürlich, man liefert Angriffspunkte. Da muss man sich überlegen, will man die liefern, will man die nicht liefern. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, zu viel würde ich auf Einschätzung vom Verfassungsschutz auch nicht geben, weil das ist zu einseitig, was der so macht. Unabhängig davon, dass es natürlich da einige Charaktere in der Partei gibt, also die man natürlich sehr, sehr kritisch sehen darf. Ja? Also, ja. Die ich auch selber kritisch sehe. Gar keine Frage, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Jeder ist, glaube ich, genug informiert, um das selber mitzubekommen, welche Kontroverse es um Höcke oder Krah gibt. Ne? Also,
problematische Dinge, die werden ja zum Teil auch strafrechtlich verfolgt. Ne? Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, dass ja Jürgen Elsässer hier war mit seiner Ehefrau Stefanie Elsässer und dass auch, ja, es gewisse Sympathien wohl, glaube ich, so interpretiere ich das, auch bei Michael Beiweg gibt für Kompakt. Das kann man nachvollziehen, weil er wurde ja auch sehr hochgeschrieben von Kompakt. Es gab ja die sogar Sonderausgaben, Spezialeditionen und da war ja mal schon so eine sehr enge Kooperation zwischen Kompakt und Querdenken. So habe ich es 2020 wahrgenommen oder seit 2020 wahrgenommen. Ja, ich habe das nicht so sehr verfolgt. Es gab nach dem 1.8.20 gab es mal diese Kompakt-Sonderedition, wo viele bekannte Gesichter drin waren. Da war ich dann auch drin. Ein Freund von mir hat gesagt, er ist nicht drin. Er freut sich, dass er nicht drin war. Also ob es da jetzt so eine langfristige Verbindung gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich sage nur von meiner Wahrnehmung, ja, wie ich das interpretiere. Und deswegen, man hat ja hier gemerkt, dass man sich durchaus pro Kompakt positioniert. Das war so, nehme ich so mit. Ja, kann man jetzt so und so sehen. Also man kann, ich habe es eher schon so wahrgenommen pro Pressefreiheit. Also als zu diesem Thema gesprochen wurde, waren die Leute relativ laut, haben applaudiert. Aber das muss man dann schon trennen. Geht es jetzt um Pressefreiheit oder geht es um Kompakt? Im Sinne von Solidarität mit Kompakt als Zeitschrift. Das kann man, glaube ich, nicht ganz so einfach feststellen. Aber ja, die Leute waren da schon, standen schon viele dahinter. Aber ich glaube auch sehr viele wirklich, weil dieses Verbot so abstrus bescheuert ist, was da Nancy Faeser gemacht hat und auch diese Geschichte über das Vereinsrecht. Also das schafft man natürlich auch jemand anderem Sympathien, wo jetzt Nancy Faeser sicherlich kein Interesse daran hat, diese Sympathien zu schaffen. Ja, da sind auch die Inhalte von Kompakt teilweise bescheuert. Ich habe mir das ziemlich genau angeschaut, schon eine Zeit lang. Also das einfach teilweise gegen Gruppen pauschalisierend negativ Stimmung gemacht wird, was ich einfach grundsätzlich ablehne, egal gegen welche Gruppe. Und das hat mir sehr aufgestoßen bei Kompakt. Und deswegen finde ich es ein bisschen grenzwertig, dass man hier dann doch so sehr das Ehepaar Elsässer hofiert. So habe ich es empfunden. Also um jetzt einfach die Kritikpunkte einfach mal abgearbeitet zu haben. Ja. Ich habe jetzt beide nicht gesehen heute. Also ich habe es gerade auch mitgekriegt, dass sie da waren, dass die Polizei natürlich ein bisschen genauer hingeguckt hat, wobei natürlich beide hier sein dürfen. Beide dürften auch hier sprechen, weil ihre Meinungsfreiheit, also ihr Recht auf Meinungsäußerung ist ja nicht weg, sondern man hat ja nur diesen Verein vorläufig verboten, also beziehungsweise aktuell verboten, dann wird man sehen, wie es ausgeht. Ist die Frage, wie man das würdigen möchte. Ich habe mir diese Verbotsverfügung natürlich auch durchgelesen. Alles, was ich da gelesen habe, ist noch meines Erachtens juristisch im Sinne der Meinungsfreiheit tolerierbar. Ein, zwei Äußerungen waren drin, wo ich mir dachte, das könnte juristisch problematisch werden. Ja, werde ich das nicht wiedergeben. Aber man muss natürlich schon überlegen, ob man das jetzt von der Äußerung, ob man das jetzt gut findet. Das ist ein ganz anderes Thema. Also ich bin ja sehr pro Meinungsfreiheit, was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt hinter irgendwelchen Äußerungen stehe und dass ich die selber so wiedergeben würde. Und gerade wenn man pauschalisiert, ja, auf einzelne Gruppen geht, weiß jeder, der mich ein bisschen kennt, bin ich auch überhaupt kein Fan davon. Und man hat hier dann schon eine gewisse Verbindung geschaffen, die vielleicht auch einfach sagen soll, es ist uns eigentlich scheißegal, was ihr uns über uns schreibt, wenn ich das mal so deutlich ausdrücken darf. Den Eindruck hatte ich schon auch. Also ohne jetzt hier diese AfD-Geschichte zu hoch zu spielen, aber man hat den Eindruck gehabt, dass es einfach, ja, es ist wurscht, wer hier ist, es ist uns egal, ob geframed wird, aber das darf man ja auch so sehen. Ich möchte gerne noch eine persönliche Frage stellen. Wie ist es dir so ergangen in den letzten 4 Jahren? Was hat sich in deinem Leben verändert durch die Ereignisse der letzten 4 Jahre? Wenn jetzt mal so ein kleines persönliches Resümee ziehen würdest, das wäre sehr lieb. Ja gut, wenn wir jetzt gerade mal diese 4 Jahre zurückgehen bis zum 1.8., das war natürlich der prägendste Tag überhaupt, den ich in meinem Leben hatte und da kommt auch nichts mehr ran wahrscheinlich. Man war halt auf einmal in der Öffentlichkeit. Das ganze Leben hat sich letztlich komplett umgestaltet. Also davor hast du, oder habe ich ein ganz normales Leben geführt, hatte ein gutes Auskommen, war glücklich und zufrieden, also kein Thema, war halt nicht so in der Öffentlichkeit. Und dann hatte man 1-2 Jahre dann halt diese ganz heftige öffentliche Wahrnehmung, was mir auch jetzt teilweise noch merkt, jetzt natürlich auch abgeflacht ist und dass ich auch darüber ganz froh bin. Und für mich war es privat eigentlich eine sehr schöne Zeit, eine extrem lehrreiche Zeit. Also ich möchte eigentlich
keinen Tag missen, auch wenn es natürlich teilweise sehr, sehr hart war, mit viel Arbeit verbunden war, mit viel Anfeindungen. Aber die positiven Ereignisse überwiegen also bei Weitem. Und mich persönlich, dadurch, dass ich jetzt keine Kinder zu Hause habe oder keine Frau, die irgendwie unter diesen Maßnahmen leiden musste, hat es mich auch nicht persönlich so sehr betroffen. Also ich habe auch deswegen kein Rachegefühl gegen irgendjemanden, weil ich konnte mich immer ganz gut wehren. Und für mich war das, auch wenn das immer blöd klingt, für mich war das eine sehr schöne und lehrreiche Zeit und ist es immer noch. Und jetzt hat man halt einfach ein anderes Leben, als man früher hatte. Ja, also das, aber war mal schön, heute wieder hierher zu kommen. Viele Freunde, Bekannte aus den letzten Jahren getroffen und die Stimmung war insgesamt sehr, sehr herzlich, sehr positiv. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl, das man mitnimmt jetzt hier. Und wie ist jetzt dein Verhältnis zu Michael Beiweg? Ja, wir haben uns kürzlich mal wieder auf einer privaten Party kurz getroffen und haben uns halt begrüßt. Also ich glaube, jeder weiß, dass wir uns inhaltlich recht kritisch gegenüberstehen. Und jeder kann sich ja seine Schlüsse dann immer so ein bisschen selbst ziehen. Aber ich habe ihn innerhalb der letzten 2 Jahre auch kaum mehr gesehen. Also vor seiner Festnahme, das war auch schon eine längere Zeit her, wahrscheinlich bei irgendeiner Demo in Stuttgart, vielleicht sogar 21 im März oder im April, weiß ich gar nicht. Und ja, ich sehe nach wie vor einige Dinge natürlich kritisch. Darf ich auch, das werde ich auch weiterhin machen. Ich kann auch an dieser Demo einiges kritisch sehen, aber ich werde das morgen auch erstmal so ein bisschen in Ruhe analysieren, weil heute habe ich das nicht komplett mitgekriegt. Da musst du wirklich gucken, wer spricht, was sagen die und wie passt das thematisch, macht es Sinn, bringt uns das weiter. Aber ja, wir können ganz normal miteinander reden, wenn wir uns über den Weg laufen. Freunde wird man wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr, aber das müssen wir auch nicht. Waren wir auch wahrscheinlich nie. Also von daher ist das alles wie Erwachsene mit solchen Differenzen halt im Zweifel umgehen sollten. Mit dem Level sind wir da, glaube ich. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich habe mit vielen gesprochen, auch natürlich gefragt, warum seid ihr hier? Die klassische Frage. Und viele haben mir hat gesagt, ja, wegen der Atmosphäre, wegen der Stimmung, um die Leute wiederzusehen. Einer hat auch das Wort Revival benutzt. Schöne Erinnerungen, die es gibt an die letzten Demos mit Querdenken und einmal wieder singen und klatschen. Und dann habe ich aber auch nach den Zielen gefragt. Was ist jetzt das politische Ziel von deiner Anwesenheit, warum du hier bist? Also was willst du denn politisch erreichen? Wofür oder auch meinetwegen wogegen? Wobei mich das Wofür immer mehr, fast mehr interessiert als das Wogegen. Und da kamen zwar dann auf explizite Nachfragen auch ein paar Dinge, aber manchmal auch nicht. Also das heißt, es ging den Menschen doch mehr um ein soziales Ereignis, ja, als um ein konkretes politisches Ziel oder die Umsetzung einer politischen Forderung. Das ist auch das, was ich so beobachtet habe. Stelle ich jetzt einfach mal in den also Raum. Das ist genau das, was ich beobachtet habe. Also ich habe das Wort Revival auch ein paar Mal im Mund genommen heute. Und viele sind, glaube ich, hergekommen, um diese extrem positiven Ereignisse, dieses gute Gefühl von vor 4 Jahren wiederzukriegen, um Leute wieder zu treffen, um sich vielleicht mal wieder vernetzen, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht irgendeine politische Forderung und ein politisches Ziel im Vordergrund. Und deswegen konnten das wahrscheinlich auch viele nicht benennen. Und gerade wenn es dann um die Reden und so geht, wir stehen jetzt hier, was ist das hier, Hofjägerallee, glaube ich. Ja. Wie halt bei vielen Demos, auch fairerweise auch 2020 ja schon, so ein bisschen im Grünen, reden ein wenig mit uns selbst. Genau. Und adressieren natürlich, jetzt mal den Demozug rausgenommen, nur die eigenen Leute. Aber trotzdem, auch von mir als positives Fazit, auch solche Ereignisse sind durchaus wichtig, weil wir haben ja jetzt gerade nicht, wir haben nicht die ganz wichtigen Themen gerade, die haben wir natürlich schon, aber es ist halt nicht so, dass wir aktuell Millionen auf die Straße kriegen könnten. Ja, das ist halt so das Thema. Von daher ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man so einen positiven Moment für die Menschen wieder schafft. Und ich glaube, das haben heute sehr, sehr viele mitgenommen. Viele sind dann auch bei den Reden relativ früh gegangen. Ja, weil der Aufzug war gut, manche sind an den Park gegangen, haben sich unterhalten. Also die politische Kernbotschaft, die kam jetzt nicht so richtig rüber. Ja, vielleicht gibt es die auch gar nicht und ich will das auch nicht bewerten, aber das ist halt einfach eine Feststellung, dass die Leute wegen der Atmosphäre kommen und wegen der Leute und es fehlt das klare Ziel und der Weg dorthin. Wenn man kein Ziel hat, hat man ja auch keinen Weg zum Ziel. Und das war ja etwas, was ich schon nachweislich 2020 kritisiert habe bei Michael Beiweg. Und das hat mir damals schon so geschienen. Es gab das konkrete, temporäre Ziel, Ende der Corona-Maßnahmen und so weiter. Ist das schon mal was? Ja. Aber mir war schon klar, wenn es eine Bewegung schaffen möchte, langfristig, politisch, gesellschaftlich relevant zu sein, dann braucht sie
ein klares Ziel. Und meiner Meinung nach hat es eben Michael Ballweg versäumt, dieses klare, langfristige, gesellschaftliche, politische Ziel zu formulieren oder zu kommunizieren oder überhaupt zu haben wird. Und die Frage ist ja, ob das seine Aufgabe ist, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Also es ist ja nicht gesagt, dass jetzt derjenige, der die Demos organisiert, dann auch derjenige sein muss, der den Weg vorgibt. Also das ist ja auch was, was wir nicht unbedingt wollen. Ich habe aber auch keinen anderen gehört, der das gemacht hat, auch nicht Ralf Ludwig. Und deswegen denke ich, ist es halt jetzt so, wie es ist. Man hat heute halt einfach noch mal ein paar 10.000 Menschen, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wie viele es sind. Die Polizei spricht von 12.000. Ich habe aber Veranstalter gehört, die sprechen von 40.000. Also ich will jetzt, es kommt jetzt, glaube ich, auch nicht auf die genaue Zahl an. Es war nicht so wie natürlich 2020. Da war es einfach eine politische Relevanz aufgrund der aktuellen brenzlichen Situation. Aber ich glaube, es wird sicherlich, das ist jetzt meine persönliche Prognose, Erwartung, es wird nicht mehr so eine, wird nicht mehr so politisch bedeutend werden, Querdenken. Glaube ich jetzt auch nicht. Also es war heute eher ein Revival. Es war wirklich mehr los. War auch deutlich mehr los, als die meisten gedacht haben. Also ich bin so schätzungsmäßig irgendwo bei 20.000 bis 25.000. Man kann natürlich jetzt jedes Jahr einen Jahrestag feiern. Ne? Ja, das ist ja die Frage. August. Ja, aber es wird politisch nichts mehr rumkommen. Wenn du eine politische Botschaft hast, dann kannst du die politische Botschaft ja nicht von deinem Jahrestag abhängig machen. Wenn ich im Februar so eine, ich weiß nicht, wann die angekündigt war, aber wenn ich 3, 4, 5, 6 Monate im Voraus plane, an dem und dem Tag habe ich eine Demo. Da weiß ich ja noch gar nicht, was an dem Tag ist. Da kann ein völlig anderes Thema relevant sein. Ja, aber das ist heute nicht rübergekommen bei mir und bei vielen anderen auch nicht. Das ist ja schon schwierig, wenn du 6 Monate im Voraus eine Demo planst. Demos sind grundsätzlich relativ spontan. Also du brauchst ein aktuelles Thema. In 6 Monaten kann hoffentlich ein Krieg vorbei sein. In 6 Monaten können Maßnahmen enden. In 6 Monaten können Neuwahlen gewesen sein oder was auch immer. Das kann sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen. Deswegen ist es auch schwer, dann ein Ziel zu definieren. Und die meisten werden heute vorbeigekommen sein, um einfach mal wieder viele Leute zu treffen, mal eine größere Menschenmenge. Aber die Bewegung hat kein Ziel. Die Bewegung hat kein Ziel. Könnte ich dir gerade auch nicht definieren, wo da ein Ziel ist und ob es da überhaupt jetzt aktuell eine größere Bewegung gibt, die man als solche bezeichnen kann, der man Ziel geben kann oder sollte oder müsste. Das kam jedenfalls heute nicht rüber. Wie gesagt, ich habe es nicht durchgehend zugeguckt, aber ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Ja. Nee, das wollte ich einfach nur mal so festgestellt haben oder meine Eindrücke und Erwartungen schildern, sodass das einfach mal dokumentiert ist. Und ich bewerte das auch nicht. Ich sage einfach nur, dass es so ist. Ja, also kann ich durchaus mitgehen. Und dann muss man halt überlegen, was sind momentan die Ziele? Ich meine, beim Thema Frieden, da gibt es ein paar Kriege, die mal befriedet werden sollten. Auch der innere Frieden in der Gesellschaft, gut, das wurde heute auch mal so ein bisschen angesprochen von einigen, wie man das wieder zusammenkriegt, weil das ist ja gerade nach dieser C-Krise richtig heftig gewesen, wie halt die Menschen aufeinander losgegangen sind oder aufeinander gehetzt wurden. Es gibt ja genug Themen. Ja. Wir haben wirtschaftliche Themen, das jetzt das Hauptthema ist von dieser politischen Bewegung, das bezweifle ich. Ja. Aber Freiheit, Frieden, gibt es natürlich das eine oder andere, was man machen kann. Wir haben bald wieder Wahlen. Gut, da hat der Ralf ein bisschen was dazu gesagt, zu den Wahlen in Ostdeutschland. Und da macht er ja auch was. Ja, also das ist dann tatsächlich zielgerichtet, eine Aufklärung auf eben bevorstehende Landtagswahlen. Ja. Also, dass es so ein konkretes Ziel der Bewegung gibt, das ist halt so nicht der Fall. Also, das kommt ja jetzt auch nicht raus, weil wir wollen jetzt zum Beispiel, dass der Ukraine-Krieg endet oder dass der Gaza-Krieg endet oder dass oder nicht so unsere deutlich Regierung zu Dreck tritt. Nee. Ja? Alles kann ich alles nicht sagen, dass das rübergekommen wäre. Ist nicht rübergekommen. Okay. Aber gut, das ist halt auch die Frage. Es hängt auch zusammen davon ab, wie du die Leute zusammensetzt, wie du das aufbauen möchtest. Mischst du ein bisschen durch, verknüpfst du Musik mit Aussagen und ob es dann immer die kritischen Redner jetzt heute eingeladen wurden, da habe ich natürlich so meinen Zweifel, weil kritische Redner haben halt immer den Nachteil, dass sie auch intern mal kritisch waren. Ja. Also jetzt klingt jetzt wie so eine kleine Spitze, ist aber nicht als solche gemeint, sondern einfach, es war halt eine andere Rednerzusammensetzung als vor 4 Jahren. Ja. Also auf den Demos von vor 4 Jahren. Wurdest du denn gefragt, ob du reden möchtest? Nein, natürlich nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Also das ist aber hättest du es gemacht? Hängt ein bisschen davon ab, wer redet und was das Setting ist. Also ich lege da momentan keinen großen Wert mehr. Die letzte Rede, die ich gehalten habe, das ist fast schon 2 Jahre her. Und ich schlage mich auch wirklich nicht drum. Ich kann mir durchaus vorstellen, mal wieder bei einer Demo zu sprechen. Aber dann muss halt einfach das Setting der Demo passen, der Zeitpunkt muss passen, es muss auch irgendeine Zielsetzung da sein. Aber
unabhängig davon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie da gefragt werden, was ich auch nachvollziehbar finde, also logischerweise, ja, mein Gott, habe ich kein Problem damit. Ob und wie, hängt wirklich dann vom Setting ab. Also kann man jetzt nicht sagen, ja, auf jeden Fall und nein, auf keinen Fall, sondern das hängt von vielen Faktoren ab und dann entscheide ich sowas heutzutage auch einigermaßen spontan und muss sich richtig anfühlen. Und wenn es das tut, mache ich es, wenn nicht, mache ich es nicht. Danke für das Gespräch. Dankeschön.